drehen sofort mit, ja? Zwei. Ich bin unschuldig. Könnte sie normal werden? Ich bin unschuldig. Wenn Sie mal bitte schauen möchten hier ins Textbuch. Ihr Text ist gestrichen, Sie haben nur ein Röcheln. Wo muss Röcheln noch? Ton? Kamera. Und bitte. Aus. Mein Gott, Herr Schirmer, denken Sie bitte nochmal drüber nach. Wir haben es ja vorhin besprochen, das ist eine Hinrichtung, ne? Ihre. Das ist ein einmaliges Erlebnis, da geht man nicht so optimistisch hoch. Ich weiß, drei kaputt, red doch im Eimer. Wer bezahlt das? Das sind doch Fragen, die mir weh. So, Rösemeyer, was war denn los? Knut! Ja! Einfach nur ein kurzer. Wo willst du mit dem kurzen? Soll die Deko abfahren, bleib draußen mit dem Teil im Walz im Auge. So, Achtung, da haben wir Licht. Hübsches Kabel, war Grüße vor. Das ist für den Bund, nicht? Die Ederchen kommt raus. Oh, die grüne, gelbe, blaue. Ja, schön. Liegt das hin? Haben Sie gestern nicht auf die Spielwiese gelassen oder was? So, nicht schief? Dann bitte Ton. Kamera. Klar. Tut mir leid, Herr Schirmer, dass Sie immer noch nicht hängen. Herr Papst, bitte. Herr Brandt, den Herrn Papst können wir vergessen. Wieso? Der ist völlig dicht. Was ist denn? Blau? Blau? Warum schon Größe mehr? Das ist doch nicht die Strafe genug, der Junge. Ja, ich brauche aber Herrn Papst. Der liegt im Sand. Wer war das eben? Wer war das eben? Ich hänge genau. Wer von euch beiden hat das hier gebrüllt? Du? Stell dich mal hin. Stell dich mal hin. Applaus ist der neue Pfarrer. Herzlichen Glückwunsch. Aufweg! Und rasieren Messer bitte fürs Vergnügen. Manfred Janssen. Manfred, wo kommst du denn her? Bei Ivo, bei Osnabrück. Ja. Da bist du kommt Prüf, Manfred. Ja. Nervensäge! Und das kann man richtig viel Geld verdienen, ja? Ja. Jetzt bist du Fahrrad, bist du was? Gib mal die Uhr, ich wüsste das Kostüm, die passt in die Zeit. Oh ne! Da fällt auf alles rein. So. Manfred, bist du Familie hier? Ich bin nur meine Frau. Vergesst dein Kind nicht! Ne? Ach, du bist der Sohn, oder was? Ich bin ein Nachkömmling. Wenn deine Frau kann sich verabschieden, zur Liebe hat Schluss mit dir. Krieg ich mir jetzt die Uhr? Du, die hat sich immer aufgeregt, das will ich nicht. Manfred, die Brille brauchst du ganz dringend, weil die würde auch nicht ins Bild passen. Das ist besser so, wenn ich alles siehst. Oh, nehmen wir ja auch hin. So, Manfred, komm bitte hoch mit auf den Galgen, der ist gerade frei. Der ist gerade frei. Guck mal, hier musst du dich hinstellen. Das ist wichtig wegen des Tones, jetzt musst du die Augen zumachen, weil du bist gleich noch ein bisschen abgepudert. Oh no. Okay. Nehmen wir den gleich wieder mit? Nö. Oh Gott. Klar, pass auf. Jetzt kommt natürlich auf den Schauspieler auch noch Text zu. Und dein Text geht wie folgt. Warte mal, so, wir brauchen was vom Gesicht sehen. Und dein Text geht wie folgt. Der Hacker gebe dir deine Schulden, sei deiner Seele gnädig. Ich lobe die Tate, so viel jetzt geht, das ist Amen. Kann man sich merken, ne? Okay, das kannst du merken, ja. Komm, wir üben das. Mach halt dich mal ein bisschen an der Bibelfest. Ja. Probe und bitte. Der Herr vergebe dir deine Schuld und sei deiner Seele gnädig. Und Nomini Patris. Die Nomini. Die Nomini. Wo ist da oben? Ich
gerne Französisch. Ehrlich? Die Nomini Patrice. Deutsch kommt von mir. Parlez-vous pommes frites? Amen. War doch gut von Anfang. Ja. Das ist der Herr Kiesow, das ist der Herr Schirmer, macht euch miteinander bekannt. Wir werden zusammen arbeiten. Wie heißt das auf Französisch? Ja, das ist Latein. Das sind aber die gleichen Buchstaben wie im Deutschen, ne? Auch lateinische Buchstaben. So, pass auf. Manfred, einen kleinen Tipp noch. Wenn der Trommelwirbel einsetzt, bist du mit dem Text dran, ja? Dieser hier. Und dann möchte ich dich bitten, ich meine, Schuhe in Ordnung, Hose in Ordnung, passt aber überhaupt nicht in die Zeit. Du musst ein bisschen in der Hocke arbeiten. Mannschaft, geh mal ein bisschen richtig runter. Ne? So, jetzt noch Mannschaft, Tiber. Du musst auch ein Stück in die Richtung. Lass mal in die Richtung. Er sieht aus wie ein Wurzelmännchen, ey. Genau so machen wir das, ja? Pass auf, das ist besser. Ja, willst du deinen Kollegen auf Anfang? Wir fangen vorne an der Treppe an. Der Gang war wunderbar, perfekt. Einfach. Traumhaft. Manfred. Toi, toi, toi. Und denk an die Schuhe, ja? Auf bitte immer dann so runter, ne? Bitte? Nö, du musst die nicht tauschen. Keine Ahnung, das ist ja nicht immer die eklatante Pille. So, Achtung, komm mal. Da bitte Licht. Ton. Kamera. Und bitte. Noch höher! Herr, vergebe dir deine Schuld und sei deiner Seele gnädig. Domini Patris Fili Spiritus Sanctus. Amen. Mach aber gefährliches Spiel hier. Und aus, aus! Wieso ist der Stricken fixiert, Brüsselmeier? Da doch, sehe ich ja, Mensch. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ich lasse die Ohren am Stamm, Brüsselmeier. Manfred, du warst ja vorhin, das machen wir gleich nochmal, denke ich, an die Schuhe, ja? Was war hier mit dem Strick los? Wieso war der nicht fixiert? Ich hatte doch. Ich hatte doch. Ist doch. Mensch, Brüsselmeier, wir wollen hier keinen erschlagen, wir wollen einen erhängen. Das war wohl nicht wahr. Manfred, das war soweit ganz schön. Du hast ja auch ein sonores Organ, das klingt sehr gut. Nun maul ihn nicht so an, da wird ja sowieso schon hingerichtet. Das ist ja die letzte Salbung, nicht? Ein bisschen mehr Würde reinlegen. Weißt du, wie man das hinkriegt? Indem man so ein bisschen so sakralen Gesang reinlegt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Der Herr vergebe dir deine Schuhe. Und sei der... Weißt du, was ich meine? Ja, und denk an die Schuhe. Herr Schirmer, wenn Sie so freundlich wären, sich gleich auf den Hocker zu stellen, dann brauchen wir nur mal runtergehen. Und Manfred, du bleibst auch oben auf, mein Bitte, dann sofort den Text jetzt, ja? Gehen wir noch ein Stückchen runter? So ist gut. Nimmst du die Beine zusammen, Knie zusammen, dann hält das. Knie zusammen. So ist gut. Und schön locker im Kreuz, ja? Das sieht würdevoll aus. Das sieht würdevoll aus. Wie so ein Wurzel. Achtung, Licht. Ton. Kamera. Kamera läuft. Und bitte. Manni, dein Text. Der Herr vergebe dir deine Schuld, sei seiner Seele gnädig. Domini Patris, Sanctus, Amen.